Спасибо. Сейчас получится, вот я уверена. Получилось, да? Дима, привет! Ich habe den. Entschuldigung, es ist hier kein Gespräch für Sie. Heißt das? Ich musste im Schuss vor der Polizei gedacht. Ich habe so viele Personen angewachsen, dass hier der unmittelbare Zugang zu der Hauptversammlung nicht mehr möglich ist. Kommen. Nein, das ist mein Vater. Es ist Ihr Vater. Ja. Und der war in Moskau? Oder? Die Familie musste 33 nach Moskau. Aha. Und er ist dort zur Schule gegangen, 36 sowjetischer Staatsbürger geworden, weil ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wurde. Ja, und ist dann in den Krieg gezogen. Und wie ich sehe, also der kam auch zurück und er hat ein ganzes Leben auch in Sowjetunion verbracht? Nein, oder kam ist, dann? Ich glaube, in der zweiten Hälfte 1945 ist er aus der Armee entlassen worden, ja. Und war Gardehauptmann und ist dann nach München gegangen. Mhm. Ja, mhm. Und hat eigentlich, aber sein ganzes Leben war von diesem Krieg bestimmt. Ja, es ist natürlich eine sehr interessante und ja. Ich denke schon seltene Geschichte. Es ist eine seltene Geschichte. Ja. Seine Urne wurde in die Sowjetfahne gehüllt. Das war sein Wunsch. Ja. Und sein Vater saß in 10 Jahre im Zuchthaus in Deutschland. Aha. Sein Onkel wurde in Brandenburg hingerichtet. Mhm. Und er hat aktiv gekämpft. Und warum wurden sie hingerichtet? Weil sie... Ne, waren Kommunisten. Kommunisten, ja. Ja. Mein Großvater ist 35 wieder zurück, 35 zurück nach Deutschland
um eine Widerstandsgruppe aufzubauen, wurde festgenommen und nach Landsberg gesperrt. Und bei dem Onkel war es ähnlich. Er hat auch im Rheinland eine Widerstandsgruppe geleitet und der wurde hingerichtet, 1944. Naja, aus dem Grund sind Sie hier. Genau. Ja, ja, danke. Danke für Ihre Geschichte. Darf ich Sie veröffentlichen? Ja, ich habe das große Glück, als Deutscher Befreier in der Familie zu haben. Ja, das ist schon selten. Es ist auch sehr wichtig, dass wir alle zusammenhalten, egal was für eine Nationalität, ob Deutsche, Russe, Ukrainer, Pole, Juden. Also wir müssen alle gegen Faschismus kämpfen. Ohne die also hier Faschismus, als Bilder gezeigt werden, wären wir alle nicht hier. Ne? Ja, sowieso. Ja. Also von daher ist das ganz wichtig. Wie heißen Sie? Peter Schmidt. Peter Schmidt. Mhm. Dankeschön. Bitte schön. Alles Gute. Danke. Простите нас, пожалуйста, люди добрые, что не получилось ни символики, ничего. Пытались. Но мы столица, и нам очень много запрещено. Туманы над рекой выходила на берег Катюша, на высокий берег над рукой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. День Великой Победы! Ура! Запомните этот день, на следующий год ждем вас, ладно? Каждый год. Молодцы, победим. Маме не дают. Вы победите. Советский народ. Советский Союз. Первая десяточка, шаг вперед. Все, не идете. Ура! Ура! Ваша песня. Венский вальс. Yeah.
кажется порою, что солдаты в кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен дальних летят и подают нам голоса. С праздником победы вас! Ура! 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 Яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег крутой. Фашизм не пройдет! 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 Не забудем, не простим, не забудем, не простим, не забудем, не простим. Сейчас мы поняли, что девочка одела цвета плакать. Все посмотрели друг на друга. Поддерживаем. Бодро сразу. Давайте сразу считаться, а то нас все равно пересчитывают. Вот и Таня здесь. Я здесь, я здесь, я снимаю. Как в небо тушен таял уголек, не подбивают. Были обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день победы. Стоит над горою Алёша. Остальные стоят, пожалуйста. Стоит над горою Алёша, в Болгарии русский солдат. Так, считаем. Вы кто? Wer seid ihr? Ночные волки? Да. А Nachtwölfe? Die deutschen Nachtwölfe. Профессиональная сборная команда ночных волков, байкеры. Крутые ребята. Волков или волков? Праздником победы. Победы. Просто по 10. Еще
Спасибо.